Im Teltower Vogelpark und Streichelzoo kann man seine Wünsche auf einen Zettel schreiben und an einen Baum hängen. Danach gefragt, was er sich wünscht, muss Betreiber Lothar Lübeck in Zeiten der Corona-Pandemie nicht lange überlegen. Die ist die Corona-Krise endet. Mehr kann man nicht verlangen, weil da hängen so viele Existenzen dran. Auch der Vogelpark ist geschlossen und hat keine Einnahmen. Bei monatlichen Kosten von rund 7.000 Euro. Für mich persönlich eigentlich jetzt ist es ein Existenzkampf. Anträge sind alle gestellt soweit. Und mehr kann man nicht machen momentan. Die Reserven reichen noch für etwa einen Monat. Dann müssen auch die drei Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen. Und das tut mir leid, noch viele Leute. Aber wir haben vorhin gerade am Tisch gesessen wieder. Die Situation ist halt bei allen so. 230 Tiere leben hier und wollen versorgt sein. Doch das sei gesichert, auch wenn gerade kein Geld reinkomme, verspricht Lothar Lübeck. Da nehme ich mein privates Geld und das ist mir vollkommen egal. Der Teltower Mirko Schloss Harzig möchte helfen. Als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung bekommt er eine monatliche Aufwandspauschale. Weil Corona-bedingt die März- und April-Sitzungen ausfallen, reicht er das Geld an den Vogelpark weiter, 300 Euro. Das ist halt eine ganz wesentliche Institution der Stadt Teltow, im Zusammenleben der Kinder auch, dass man hier ein Angebot schafft und erhält, was halt auch nach der Krise dann halt so bestehen bleibt. Ja, und das ist mir persönlich ein großes Anliegen, dass man hier wirklich unmittelbar und direkt halt spendet, ohne viel Bürokratie dazwischen. Angesichts der Situation sei es nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt Mirko Schloss-Harzig, aber er hofft auf Nachahmer. Und Lothar Lübeck freut sich über jeden Euro für den Vogelpark. Man muss nur eingreifen, was man bekommen kann, sagen wir jetzt, so wie das. Und wer jetzt dann noch sagt, naja, hätte ein bisschen mehr sein können oder so, das ist ja nur albern. Ja. Du kannst noch mal ins Geschäftskonto einlegen und dann werden wir schauen, wie wir das boxieren können für Löhne. Tierfutter haben wir gerade gekauft. Lothar Lübeck schaut nun von Woche zu Woche, aber ganz besonders im Blick hat er den 1. Juni. Denn da soll eigentlich das 30-jährige Bestehen des Vogelparks gefeiert werden. Wir treffen nach wie vor die Vorbereitungen zum 1. Juni. Wir sind erstmal positiv, optimistisch, dass es bis dahin alles überstanden ist.